Hallo und willkommen zurück zu Ups, na, zu Let's Play Pokémon Smaragd. Und ich habe eine Weile nicht gespielt, sehr lang ist jetzt her. Die Viecher sind alle größtenteils auf Level 49, außer unser Brutalanda, das jetzt ein alt ist. Ja, das kann es jetzt eigentlich. Das heißt, ist ziemlich unfähig. Ja, also irgendwann demnächst lernst du dann noch Drachenklaue und dann Erdbeben und... Moment, was wollte ich? Nee. Nee, ich glaube, es lernt nur noch Drachenklaue und danach irgendwas anderes. Das ist mir jetzt aber gerade nicht... Ich glaube, Erdbeben war es. Ich weiß nicht. Ja. Ihr müsst euch mal die Werte von dem Viech anschauen. Das ist, übermäßig. Angriff 174, Initiative... 121 mein vergleichsweise gut. Die Initiative ist jetzt noch nicht so krass wie zum Beispiel bei Simsala, aber das kommt noch mit dem Level, glaubt mir, Leute. Dieses Viech ist so schnell. Gut, wir haben alle 8 Orden nach diesem Arena-Cup. 55 Stunden spielen wir schon. Das ist echt extrem lang, weil ich auch immer trainiere und immer fehle und so. Warum ich das gerade alles wiederhole? Ja, ich habe jetzt eine Weile nicht gespielt. Ich will mich da selber überzeugen und ihr müsst euch das Ganze dann anschauen. Also, wir machen uns jetzt auf alle Fälle schon mal auf den Weg in die Pokémon. Das ist doch schon eine Idee. Obwohl ich am liebsten noch alle 50 haben will, aber das kann ich dann in der Siegestraße machen. Ja, heilen, genau. Gut. Also, nein, 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 okay. Ja, ich möchte. Im Moment, wir haben doch gar keinen, der Kaskade kann. Super, ich sag bitte, dass du Kaskade kannst. Ja, kannst du. Sehr schön. Gut, dann stört mich das nicht so. Und an vorderste Stelle wird Charlie gesetzt, weil wir jetzt gegen diese ganzen Schwimmer kämpfen, die interessieren ja keinen. Und die Kämpfer interessieren erst recht keinen. Ja, nein, nein, nein. Okay. Ja. Gut. What the fuck? Ja, hier könnt ihr überall untertauchen hin und wieder mal. Das ist ganz lustig. Was haben wir denn hier? In einer Insel gestrandet. Hallo. Lauf barfuß. Das stärkt deine Fußsohlen. Ja, im Sand ist es kein Problem. Auf den Straßen auch nicht, aber wenn ich denn irgendwelche Steine laufen muss, so könnte Schwert. Ja. Los, Donnerblitz, Voltenso. Donnerblitz. Noch nicht, die Voltenso, du hast schon. Gut. Gut, gut. Ja. Level 50. Ich glaube, 50 ist ein gutes Level für die Pokémon-Liga. Ja. Das mache ich mit Leuten, die mich besiegt haben. Ich hoffe, wir wiederholen das mal. Okay. Nee, klar. Keine Hobbys und so. Moment. Hier gerade mal auf der Karte schauen. Katoin, wo sind wir denn? Ja, fast auf der Route, wo wir hin wollten. Nicht ganz, aber fast. Komme ich seitlich, komme ich aber nicht raus. Oh. Ah ja, wir müssten noch Rayquaza fangen. Wie wäre es, wenn wir erst die Pokémon-Liga machen und dann Rayquaza fangen? Da bin ich mehr überzeugt von. Oh, wie lustig. Ich habe eigentlich gar keine Lust auf euch trainieren. Ja, okay. Du bist der Stärkste. Ich weiß, du bist ein Astrainer. Astrainer sind super. Ja. Ja. Ach, Tengul ist. Ich hab Simsalabon. Das ist... Wollt mich doch verarschen. Nee. Auf geht's, Kapilz. Wow. Jetzt greift er mal an. Boah, bin ich wieder vom Minimine. Ja, Tempo. Adios. Was? Wie? Was zum... Geht nicht, das geht nicht, das geht aber so nicht. Ja, tschüss, tot, weg,
Danke, danke, danke. Nassknet, Moment. Ja, hier kommt er. Einmal Gigasauger. Ne, Megasauger. Mega oder Gigasauger? Ich glaube, Gigasauger war es. Ja, Gigasauger, stimmt schon. Ja, das soll es aber gewesen sein. Ich meine, Gigasauger ist eine sehr, sehr naja, sie ist nicht direkt stark. Sie ist halt Vorteil, wenn man dadurch Leben zurückkriegt. So stark ist sie nicht, aber sie ist die stärkste von diesen ganzen Absorber, Supersauger, Hypersauger Zeugs. Ja, Supersauger und Hypersauger gibt es nicht. Aber es gibt Gigasauger und Megasauger. Naja, hier kann man also überall untertauchen und irgendwelche Viecher fangen. Der schützt schon wieder nicht. Nein, ich kämpfe jetzt nicht gegen euch. Ich will doch nur in Doppelkampf. Doppelkampf ist gut. Ich mag Doppelkampf. Go on. In dieser Region scheint die Sonne besonders stark zu scheinen. Wiederholung. Du siehst unglaublich stark aus. Ob ich gegen dich wohl gewinnen kann? Nein. Und Gold King und wer? Wer? Tentoxa, ja. Ja, das, ich dachte jetzt, einen hätten Tohaido oder so, um mal wieder mein Simsala schön zu stören. Welchen Sinn das Ganze jetzt hat, werdet ihr gleich sehen. Hoffe ich. Weil, doch, ich dachte, doch, Moment. Gift war uneffektiv, also Boden war effektiv gegenüber Gift. Ja, so stimmt das doch. So stimmt das, genau. Ja, das heißt, Schwimmerin Dörte. Die Dörte! Oh, Dörte. Wer nennt denn dann sein Kind Dörte? Zwischen Döner und Torte, Dörte. Ja, von Mittermeier geklaut. Und ich mag Mittermeier. Oh. Ja, irgendwie sehr komisch. Dörte. Sehr interessanter Name, also. Chantal ist auch noch nicht okay. Chantal ist irgendwie, naja. So, aber wir sind in Prachtopolis. Ist wurscht. Wie man es betont. Auf alle Fälle sind wir in der, sozusagen, ich würde jetzt nicht sagen Stadt, vor der Siegestraße und dann auch zusätzlich der Pokémon-Liga mit einem riesigen Wasserfall. Wuhu! Gut, hier ist das Pokémon-Center. Jetzt können wir auch hier immer hinfliegen. Oh, da ist schon wieder das Scott. Yo, Scott, what's up? Groschen, du hast dich zur Pokémon-Liga durchgebissen. Das freut mich für dich. Meine Anfeuerungen haben sich gelohnt. Und wenn du Champ der Pokémon-Liga wirst, Groschen, dann melde ich mich wieder bei dir. Okay, Groschen, auf zum Ruhm. Ja. Genau. Da gehen wir jetzt hin. Also, eigentlich eher auf zur Pokémon-Liga. Der Ruhm, der kommt danach. Aha. Also, Pokémon-Liga. Also, erstmal in die Siegestraße. Jump, jump, jump. Und möchte ich hier... Ne, ich weiß nicht, ob ich hier Schutz möchte. Ja, ne, ist eine gute Möglichkeit, um ein bisschen zu trainieren. Also, da das jetzt schon so lange her ist... Nein, es ist keine gute Möglichkeit zum Trainieren. Trainieren ist für was anderes gedacht. Also doch, ein Top-Schutz. Ich kenne mich hier nicht mehr aus. Und ich glaube, wir brauchen Stärke. Kann es sein, dass wir Stärke brauchen? Wir werden es irgendwann rausfinden. Das ist auf alle Fälle schon mal ein Ass-Trainer. Hi! Bin nicht hergekommen, um dich zu verlieren. Diese Option existiert nicht. Oh, ich wette mit dir, die funktioniert. Die existiert, die funktioniert. Ja. Psychokinese. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie, das muss tot sein. Was, 43? Papa, 43 waren das nicht so stark, waren doch die Viecher in der Pokémon-Liga. Ach ja, Rubin Saphir. Jetzt erinnere ich mich. Genau, da war wieder was. Dass die irgendwie viel extrem stärker werden. Ne, Moment, falsch. Ich rede hier gerade totalen Schama. Ne, tue ich nicht. Nein? Troy, sein Metagross war nur auf 58 damals.
Ja, dann kommt es hin. Slimog, ja, Slimog ist gut. Slimog ist Gift. Oh, Button Mashing! Ja. Komprimator. Don't care. Okay, nein. Weißt du was? Nein. Wir machen die Siegestraße jetzt einigermaßen in einer Geschwindigkeit, die annehmbar angemessen dafür ist. Und zwar laufe ich gerade zurück. Sinnlos. Gehen wir mal hier rum und da rum und hier rum und aha. Nur ein Item, verdammt. Egal. Wir können jetzt. Wo gehen wir denn hin? Wir gehen jetzt hier hoch. Und dann hier. Und dann. Ja, hier entweder oder eben nicht hier. Und dann sind wir wieder am Anfang. Was für ein Schmarrn. So, hier ist richtig. Aber der kommt doch erst am Ende. Du bist bestimmt überrascht, mich hier zu treffen. Ich habe es bis hierher geschafft und das verdanke ich dir. Groschen, meine Niederlage gegen dich hat mich viel stärker gemacht. Ich werde ihn nie verlieren. Ich werde gewinnen für die Pokémon, die mir Mut und Kraft gegeben haben. Okay, jetzt komme ich. Der kommt doch erst am Ende. Darauf war ich doch gar nicht. Oh, Mann. Ich fand Heiko immer cool. Ja, okay. Ja, weißt du? Nein, Heiko, nein. Einfach nein. Es kann doch nicht sein, dass du so früh schon kommst. Darauf habe ich mich nicht vorbereitet. Es wird doch ein Let's Play Blind. Also, Let's Play Blind. Ja. Nee. Stirb. Ich glaube, ich wollte Brutalanda Donnerwald bringen. Nee, das wollte ich nicht. Das finde ich scheiße. Inikoro ist normal. Kapitel's los. Machen wir es fertig. Juhu! Sky Uppercut. Englische Version von Himmelheim. Klingt viel geiler. Und überhaupt und. Ja. Ja, ich möchte wechseln. Unlichtattacken. Haben wir eine Unlichtattacke? Wir hätten bis zur Auswahl. Ja, bis ist eine gute Idee. Dann wird Voltenso ein bisschen trainiert. Du kannst bis, oder, Voltenso? Ich weiß nicht. Ach, ich kann bis. Ja. So, tschüss. Nein. Überleben ist schlecht. Ja, Schreck zurück finde ich gut. Das finde ich gut, ja. So, jetzt tschüss. Adieu. Tüdelü. Gardevoir war aber auch schon immer ziemlich anmutig. Galagladi ist besser. Also, als nächstes wird der Rosini einsetzen. Ja, werden wir wechseln. Los, Kamerupt. Also, Bakuda. Mit einer Attacke, wie es nur Bakuda kann. Wenn er dann mal machen würde. Komm, ja. Eine Attacke, wie es nur Bakuda kann. Eruption. Das ist ein Scherz. Bäh. Jetzt seht ihr, wie die Leiste runtergeht. Flup. Tschüss. Naja, also schwer ist er auf alle Fälle nicht, wenn man so krass übermäßig viel trainiert wie ich. Nee, lass mal gleich da. Mal Erdbeben und dann ist gut. Warum haben eigentlich sämtliche Trainer Magneton? Ich finde Magneton voll schlecht. Genau. Egelsamen. Hab ich gerade gewundert. Was ist hier los? Warum wird mir KP abgesagt? Nee. So. Oh, Magneton. Tschüss. Gut. Magneton wurde besiegt. Bakuda erhält 1014. Und ich besiegte Trainer Heiko. Wow, du hast es geschafft. Groschen gewinnt viel zu wenig Geld. Was gibt er mir nur so wenig Geld? Ich konnte dich heute nicht besiegen, aber eines Tages werde ich es mit dir aufnehmen. Nein. Wir sind hier lang. Aha. Auf geht's, Alter. Ja, mach mal schnell. Jetzt, wo Heiko weg ist, das war eigentlich der einzige, warum ich anhalten wollte in diesem Speed-Up-Geranne. So, gut. Ja, war nicht gerade interessant. Ahaha! Simsalakamplitz! Wow, ich bin so gut! Ja! Sagt es, ich bin gut. Boah, ja, scheiße. Mann, warte, ich hab doch irgendwas, was Stärke kann. Irgendjemand kann von euch ganz sicher Stärke. Okay, du kannst Blitz. Du kannst fliegen.
Kaskade.